Hallo Welt, werte YouTube-Community. Hydraulic Fracturing. Oder kurz Fracking. Dieser Begriff dürfte den meisten relativ unbekannt sein. Doch er ist wichtig. Denn Fracking hat gefährliche Auswirkungen auf Natur, Tiere und Menschen. In der Beschreibung dieses Videos finden sich einige Links zum Thema. Google weiß noch sehr viel mehr. Was ist Fracking überhaupt? Fracking bezeichnet eine Methode, die es erlaubt, sogenanntes unkonventionelles Erdgas abzubauen. Es geht hierbei um Flöz- und Schiefergas. Hierbei pumpt man große Mengen Wasser, vermischt mit Sand tief ins Erdinnere. Dadurch entstehen Risse im Gestein, das Gas wird freigesetzt und kann nun abgebaut werden. Das Problem hierbei ist, dass neben Sand und Wasser auch zum Teil hochtoxische Chemikalien ins Erdreich eingebracht werden, die in erster Linie dazu dienen, die Pumpwege freizuhalten. Ein Teil des sogenannten Freckwassers bleibt im Boden, während der Rest wieder nach oben kommt. Nun ist es aber so, dass das Abwasser wieder in den Boden eingebracht wird, und das, ohne vorher die Chemikalien herauszufiltern, was beträchtliche Schäden an der Umwelt hervorrufen kann. Da ein Teil dieses Giftwassers sowieso im Boden verbleibt, kann auch dieses über viele Jahre, wenn sich die verursachten Risse im Gestein ausdehnen, ins Grundwasser gelangen und dieses gefährlich schädigen. Vorangetrieben wird dieses Unterfangen auch in Deutschland von der amerikanischen Firma ExxonMobil. Eine Liste eben jener Firma liegt dar, welche chemischen Zusatzstoffe sich im Freckwasser befinden. Diese Liste wurde dem Umweltbundesamt bereits vorgelegt. Das Ergebnis: Sämtliche der zugesetzten chemischen Stoffe dürfen auf keinen Fall ins Trinkwasser geraten, da diese zum Teil hochtoxisch sind. Eine kleine Beispielrechnung macht das Ausmaß dieser Katastrophe erst sichtbar. Pro Fracking-Vorgang würden bis zu 20 Millionen Liter Wasser gebraucht. Dies würde auch bedeuten, dass pro Fracking-Vorgang 19 Tonnen der Ammoniumverbindung, 9,5 Tonnen der Petroleumverbindung und 680 Kilogramm des Biozids in den Boden gepumpt werden würden. Wohlgemerkt, bei jeder einzelnen Bohrung. Wie kann es sein, dass in Deutschland ein Bergamt ohne Information der Wasserbehörden und Wasserwerke entscheidet, dass überhaupt hochproblematische Chemikalien in den Boden gepumpt werden dürfen? In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind bereits Genehmigungen erteilt worden, auf diese Art nach Erdgas zu bohren. Wohlgemerkt, ohne, dass die Verantwortlichen vorher über die Gifte informiert wurden, die dort ins Erdreich gebracht werden sollen. Fracking ist ein gefährlicher Eingriff in die Natur, verursacht Krankheiten, vergiftet Gewässer und damit verbunden Tiere, Menschen und Natur. Fracking zerstört unsere Erde. Deshalb, im Namen aller Menschen und der Liebe zur Natur, stoppt diesen Wahnsinn. Vielen Dank für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit.